So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! 6L World Duel Carnival. Ja, im letzten Part haben wir das Viertelfinale gewonnen und nun sind wir im Halbfinale und werden gegen Shark kämpfen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Turnier und dann weiter im Turnier. Yes! Ja, ich will! Im Halbfinale triffst du auf Shark. Sei vorsichtig. Ja, ich weiß besser als jeder andere, wie gefährlich er sein kann. Was Taktik angeht, ist er dir haushoch überlegen. Vor dem Finale steht also noch ein gewaltiges Hindernis. Ein Hindernis also? Hört sich doch gut an. Je größer das Hindernis, desto besser bin ich drauf. Alter, das heißt, ich spüre den Flow. Gut drauf sein. Ja, ich verstehe. Also los, Astral. Lassen wir Shark nicht warten. Auch bei einem solch starken... früher Morgen. Auch bei einem solch starken Gegner stellst du dich unerschrocken dem Duell. Du bist reifer geworden, Yuma. Oho, was will er damit sagen? Das herzzerreißende Halbfinale steht bevor. Diese beiden jungen Herren werden das nächste spannende Duell hier beim WDC bestreiten. WC. Doch diese beiden sind keine gewöhnlichen Mittelschüler. Es ist Yuma Tsukumo, der Junge, der Wunder vollbringen kann. Und hier der gefährliche und charismatische Reginald Kassel. Oh, geiler Name. Ich dachte, er hieß Shark. Achso, ja, das war ein Spitzname von dem. Was für ein Duell wird uns nur erwarten? Ich kann die Spannung kaum noch aushalten und das hört sich so dreckig an. Yuma, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du so weit kommst. Ich will zwar nicht prahlen, aber ich bin nicht der Yuma, den du von früher kennst. Ich habe mich seitdem vielen Gegnern gestellt und viele neue Freunde gewonnen und fühle mich gut. Oh yeah. Ich muss nicht nur für mich selbst gewinnen, sondern auch für jeden von ihnen. Selbst wenn du mein Gegner bist, ich werde nicht verlieren. Ich darf auch nicht verlieren. Ich bin nur aus einem Grund hierher gekommen. Und zwar, um mit dem Kerl abzurechnen, der meine Schwester verletzt hat. Tut mir leid, Yuma, aber nach diesem Duell kannst du nach Hause fahren. Mach dich bereit, Yuma! Na komm schon, Shark! Duell! Okay, wir kämpfen gegen Shark. Der hat anscheinend ein Level 8 Deck und mein Deck habe ich jetzt nicht großartig verändert. Also es ist ja immer noch das gleiche Deck. Und ich bin jetzt ernsthaft gespannt, wie dieses Duell verlaufen wird, weil ja, wir haben früher Morgen und ich dachte mir, ach, YOLO, nimm auf und ich bin noch so ein bisschen im Schlafmode und so. Egal. Okay, ich habe nur Zauber- und Fallenkarten. Das ist jetzt nicht so doller, nee. Ich muss jetzt gucken, wie ich das mache. Doppelhai beschwört als erstes. 1200. Wenn diese Karte als normale Beschwörung beschworen wird, du kannst die Stufen aller Monster von Typ Fisch, der Stufe 4, die du auf 1 reduzieren. Double Shark. Ja, hoffen wir mal, dass wir jetzt ein Monster ziehen. Ah, der holt direkt schon 2. Das wird hundertprozentig Leviathan-Drache. Nee, das wird was anderes. Was ist das denn? Bahamut-Hai. Ah ja, ich will ein Wassermonster exisen. Lol. Das sieht dreckig aus. Das sieht echt dreckig aus. Der Typ hat kranke Karten. Leviathan-Drache, das war klar. Was macht der Typ da? Das ist ja gar nichts gegen mein Deck. Ach du Scheiße. Du kannst diese Karte auch als Xyz beschwören, indem du einfach so Xyz Monster, bla bla bla. Xyz Material. Diese Karte erhält 200 für jede. Warte mal. Der Typ geht direkt aufs Ganze anscheinend, ne? Ach du. Okay, ich bin dran. Ich sehe. Okay, was könnte ich machen? Ich kann halt nur wirklich die Karten in Dings setzen. Verdeckt setzen. Und dann noch meinen Zug beenden. Unface, du bist dran. Jetzt bin ich mal gespannt, was der tut. Nein, 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 will ich nicht. Lass mich
bitte die alle spezial, Alter. Das gibt's doch nicht. Ach du Scheiße. Alter, geht doch nicht so ab, ey. Was hat der für ein OP-Deck? Scheiße. Kack die Wand an. Was ist das? Sein Deck spielt wirklich perfekt. Also das... Das ist perfekt aufeinander abgestimmt, merke ich gerade. Und was kommt jetzt? Also. Ja, auf jeden Fall Spiegelkraft aktivieren und dann... Wo ist Spiegelkraft? Hier ist Spiegelkraft. Hoffen wir mal, dass... Was, nein. Hoffen wir mal, dass es was bringt. Entkräftigungsschild. Ich bekomme jetzt 2100 Life Points. Ja, ist ja wenigstens etwas. So, ich bin am Zug. Wir setzen eine Karte verdeckt. Nein, zwei. Der hat insgesamt drei Karten. Oh nein. Oh mein Gott, das ist nicht cool. It's not cool. So, ich bin dran. Ich ziehe und habe natürlich ein scheiß Monster in der Hand. Ne, muss ich verdeckt setzen. Ich muss diese ganzen Gagaga-Dinger rauspacken. Endphase. Ich habe keine andere Wahl. Oh, ja. Das wird, glaube ich, ein schweres Duell, ja. Oh, der hat zu viele Monster, Alter. Ich habe gerade irgendwie voll Bock auf den Döner bekommen. Ey, kein Scheiß, ne? Ach du Kacke, ey. So, blablabla. Ist ja gut. Greift er mit Mutter Grizzly an oder mit... Na, der greift mit seinem 2-1 Monster an. Ist ja wenigstens etwas. Nein. Wie kann er den Effekt aktivieren? Oh nein. Ist dein Ernst? Ah, verdammt. Nein. 1-4. Okay, ich bin dran. Ich ziehe. Scheiße, Alter. Scheiße. Komm schon, ein hässliches Monster. Ich brauche ein Monster. Ja. Ich habe gesagt, ich brauche ein Monster. Ich brauche doch nicht Effekt verschleiern, Alter. Was soll ich damit jetzt? Endphase, du bist. Der Typ hat ein krankes Deck, Alter. Aber so ein richtig krankes Deck. Noch ein Monster im Angriffsmodus. Mann, ich brauch doch nur ein Monster. Was ist das? Nein, du bist dran. Und es wird jetzt ordentlich viel Schaden machen. Und gleich bekomme ich ganze 3000 Life Points abgezogen. Ach du Scheiße. Adios, Karte. Ja, direkter Schaden. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Du mir dann. Scheiße. Okay, dann nochmal 1600. Eieiei. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus für mich. Okay. Mach nächstes Beschwörung. Was beschwört er? Nochmal seinen Dingsdrachen. Ich kann noch nichts machen. Alter. Alter. Ja! Yes! Aber bevor ich das jetzt mache, ich muss warten, bis er mit seinem 2-3 Monster angreift. Oder? Ich aktiviere als erstes die Karte. Hol mir Gagaga Kind zurück. Im Verteidigungsmodus. Gut, das haben wir jetzt geschafft. Ich würde sagen, ich beende jetzt einfach mal meinen Zug, ne?
Boah, bitte lass den jetzt nicht bodenlose Fallgrube oder so haben. Ey, das wäre jetzt wirklich eine einzige Katastrophe. Nein, 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 ist ja gut. So, der müsste jetzt angreifen. Erstmal mit dem 2-1-Monster, dann mit dem 2-3, da tue ich aber nichts. Und dann mit dem 2-6. Direkter Schaden. Ja, das ist kein Ding. Nein. Jetzt aktiviere ich den Effekt. Nein. So, ich... Scheiße, Alter, meine Stimme, fuck. Ja, ist er morgen, nimmt mir das nicht übel. So, ich aktiviere den Effekt von Gurtz. Und ich werde ihn im Angriffsmodus aufs Feld. So. Uno! Und dann aktiviert sich der Effekt und ich kann noch eine Spielmarke beschwören. Mit 2600 Angriffspunkten. So. So viel dazu. Gut. Was macht er jetzt? Hat er sich noch ein Monster? Alter, übertreib doch mal. Was hast du? Uff. Ist ja krank, was der für Monster hat. Und er setzt eine Karte. Am besten wäre es, wenn ich jetzt schwerer Sturm oder so hätte, aber diese Karte besitze ich, glaube ich, gar nicht im Deck. Vor allem, ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Yes! Ich setze diese Karte verdeckt ein und soll ich jetzt angreifen? Ne, ich warte. Ich habe schon Schiss irgendwie. Deswegen warte ich lieber. Ja, mal gucken, was Reginald jetzt macht. Würde mich jetzt ernsthaft interessieren. Are you fucking kidding me, Alter? Are you fucking kidding me mit schwarzes Loch? Scheiße. Ja, das Gute ist, ich habe noch Spiegelkraft. Ja, ich aktiviere den Effekt von Spiegelkraft. Nein. Adios-Karte. So, ich bin am Zug. Ich bin dran. Ich ziehe. Hoffen wir mal, dass er jetzt in diesem... Doch, ich habe schwere Sturm. Ja, wie geil. Hoffen wir mal, dass er jetzt im nächsten Zug kein Monster hat. Denn falls ja, dann, ja. Good game. Dann bin ich am Arsch. Hätte ich noch gar Rache, Alter. Scheiße. Fuck. Er setzt nur eine Karte und beendet seinen Zug. Perfekt. Komm schon, ein Monster, komm! Ich brauche ein Monster! Yes! Gungungungolem! So, als erstes beschwöre ich Gungungungolem im Angriffsmodus. Aktiviere, gemeinsam sind wir stark. Auf Gungungungolem. Damit hat das 2400, oder? Ne, 2,6. Und greife dich dann direkt damit an. Nope. Endphase, du bist am Zug. Alter, scheiße, ey. Das Duell ist schon krass, ne? Ey, kein Scheiß, das Duell ist echt... Ja, doch, ein bisschen schwer. Ein bisschen viel. Gut, ich bin am Zug. Ich bin dran. Ich zähle. Goblinburg. Das Ding ist, ich hab hier... Warte mal, ich hab ja jetzt unter 1000 Dings, ne? Warte. Ich glaube, da kann man was machen. Ne, das war nicht der Effekt. Das war von 1039, genau. Warte, indem du nochmal... Blablabla, kein 6...
Wir könnten den Effekt von Utopia-Strahl aktivieren. Theoretisch. Aber ich mache das anders. Ich setze Goblinberg im Verteidigungsmodus und greife dich dann an, Kumpel. So. Warte mal. Ach, nee. Nee, ich dachte, ich hätte mich verrechnet. Naja, wäre scheiße gewesen. Du bist dran. Komm. Nope. Was ein Gegner 2 oder mehr. Alles klar. Ey, was war das denn jetzt für eine Aktion, Kumpel? Hab ich nicht kapiert. So. Topf der Träger. Na, bringt mir nichts. Ich habe ja kein einziges Dings. Ich habe ja kaum Monster auf dem Friedhof. Na egal. Flip-Beschwörung, komm. Und. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Ist der Typ behindert im Kopf? Hat der Typ sie noch alle? Na egal, Battlephase, komm, wir greifen an. Yes, gewonnen, Bitch! Geil! Ey, ich dachte ohne Witz, wir verlieren, ne? Das ist jetzt kein Spaß. Ich dachte ernsthaft, wir verlieren. Schon krass. Unglaublich! Yuma Tsukumo hat erneut ein Wunder vollbracht. Er hat den gefährlichen Duellanten Reginald Castle besiegt und zieht ins Finale ein. Wird auch im Finale ein Wunder geschehen. Ich werde heute Nacht kein Auge zukriegen. Ich habe gewonnen. Ich habe Shark geschlagen. Juhu! Ich wusste es nicht. Er hat es tatsächlich geschafft. Letztendlich war es eine Überraschung. Was? Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu Yuma? Das meinen wir nicht, Tori. Wir haben alle gehofft, dass er gewinnt, aber zu sehen, wie er dann in Wirklichkeit wird... Ich habe immer an Yuma geglaubt. Yuma, was ist Chuck? Ich habe verloren. Und ich will mich entschuldigen, dass ich dich als Duellant nicht ernst genommen habe. Schon in Ordnung, Chuck. Du hattest gar nicht so unrecht. Ich war damals schließlich wirklich so schlecht, wie du immer sagtest. Aber dank meiner Freunde bin ich stärker geworden und bin bis hierher gekommen. Verstehe. Deine Stärke ist es, von deinen Gegnern zu lernen. Was redest du so, als ob ich ein völlig Fremder bin? Du bist doch auch einer meiner Freunde, die mir dabei geholfen haben. Ich? Dein Freund? Wenn du meinst, du bist wirklich ein seltsamer Kerl. Hey, was gibt's da zu lachen? Was ist an mir denn so komisch? Yuma, gib ab jetzt alles. Ich zähle auf dich. Also zeig's ihnen. Na klar! Im Finale wenn ich so gut drauf sein wie noch nie. Gut. Damit hätten wir auch das Halbfinale gewonnen und wir werden jetzt, ja klar, Fortschritt speichern, natürlich, gegen Kite kämpfen. Und das wird, glaube ich, der 12. Part und das Projekt wird danach noch weitergehen. Also ich werde das mit den anderen Charakteren noch spielen. Und dann, ganz am Ende des Let's Plays, werde ich mein eigenes Deck zusammenstellen und halt wirklich gegen jeden einzelnen Dings kämpfen. Gegen jeden einzelnen Duellanten im World Championship Mode. Oder, ja, ich glaube, so nennt man das. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Leute, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Finale. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, haut rein und ciao. Euer Matt.